Er macht das 24 Stunden, hat keine schlechte Laune. Samstag, Sonntag kennt er auch nicht und Ferien auch nicht. Und die Überlegung ist nicht noch schnell gemacht. Herzlich willkommen zu Wegtour quer durch die Schweiz. Mein Name ist Hans-Peter Geisser und heute sind wir hier in Gifers auf dem Bio-Demeter-Betrieb von Andrea und Adrian von Lanten. Sie haben Automatisation in der Fütterung umgesetzt. Wie? Das ist die Frage. Und das gehen wir jetzt zusammen schauen. Kommt mit! Hey, hallo zusammen! Hallo Hans-Peter! Hoi. Salut Hans-Peter! Andrea! Hallo! Hallo Hans-Peter! Du, wie geht's euch? Gut, danke, sauber. Tipptopp, tipptopp, wenn ich da zu euch komme, sowieso. Ja. Merci vielmals, dass wir heute auf eurem Betrieb sind. Ein Einblick in euer Arbeiten hier in Gifers. Was produziert ihr hier für Milch? Wir produzieren Gräherzermilch, Gräherzer, konventionell, wie wir hier im Sensenbezirk Käserien haben, wo wir Eigentümer, also Genossenschafter sind. Aha. Und produzieren auch also Biomilch von Biomilk. Also ja. Demetermilch. Jawohl. Natürlich verschiedene Orte liefern, durch das können wir auch ein bisschen das Risiko bisschen besser verteilen. Verteilen. Genau. Jawohl. Das alles machen ja nicht allein, ihr zwei. Nein. Wie viel Hilfe haben wir dafür? Es sind 3 MitarbeiterInnen, die wir haben. Ja. Das ganze Jahr. Und auch die Kinder, die schon hier anpacken. Total kräftig mithelfen. Schwiegereltern, die Eltern. Ja. Ja. Oder dann die Automatisation, die auch wieder. Das schon wieder, ja. Arbeitsspitze genau. Oder generell Routinenarbeit übernehmen. Genau. Das sind wir dann auch eben mit dem Projekt eigentlich auch so eingeplant. Wir eigentlich zuerst noch einen Futterzuschieber geplant. Aha. Und da ist eigentlich ein Projekt entstanden. Zum einen, man sieht, es gibt ja Leli, die würde futtern. Mhm. Und unsere Überlegung ist eigentlich weitergegangen. Wir wollen ja im Sommer eigentlich die Arbeitskraft sparen. Ja. Sie sind auf diesen 30 Hektaren eigentlich immer draußen. Die riechen das meiste draußen. Aber ich kann natürlich denen mit dem Weg noch ein bisschen Heu zufuttern. Und ja, klar. Dann können wir einen Vormittag von Angestellten sparen. Und wir haben auch gesehen, das ist einfach das ganze Jahr, eigentlich 365 Tage im Jahr, die Automatisierung. Ja. Der läuft immer, Samstag, Sonntag, Maulet nicht. Und wenn wir das ja, aufgerechnet haben und kalkuliert haben, haben wir gesehen, das wäre wirklich etwas, wo würde passen auf unseren Betrieb in dieser Grösse. Ja, spannenden Einblick in euren Betrieb, den wir jetzt hier bereits bekommen haben. Was ihr alles realisiert habt und ihr habt gesagt, ihr habt gerade noch einen Platz gefunden, um eben die Technik umzusetzen, die Automatisation. Wo ist jetzt das? Dürfen wir das schauen? Ja, komm, wir gehen gucken, das ist vor dran. Aha, okay, gehen wir. Das ist jetzt also deine Lösung hier? Das ist ja so, das ist. Hi. 10 auf 10 Meter. Was ist denn der grösste Vorteil, den du jetzt sagst? Die ganze Fütterung läuft eigentlich alleinig. Ja. Kann man so salopp gesehen sagen. Ja, ja. Der futtert nicht Kühe. Mhm. Man muss nur die Küche füllen. Und es ist wirklich ja, es ist eindrücklich. Der erste Tag, als er gelaufen ist am Abend, bin ich geguckt, ob man nicht durch das Dance-Tor rausfährt. Also, ich habe nicht so kennen, dass der das wirklich ja. kann. Und ja, es ist wirklich eine gute Maschine, das muss ich sagen. Sehr viel weniger Zeit, von so viel Tier zu füttern. Ja. Wie viel Zeit brauchst du heute noch für die Fütterung? Ich sage, grob geschätzt ist das 3-mal in der Woche. Es sind eben nicht 2 Stunden, die wir brauchen, um die Futterküche aufzufüllen. Das ist mit dem Heukran Heu drin tun. Ja, ja. Die Rüebli, die Luzernenball auffüllen. Ja, ich sage, wenn es 3x2 Stunden sind, ist der sicher. Mhm. Das ist der gewöhnste Putz aus. Jawohl. Ja. Ja. 3x2 Stunden, 6 Stunden, eine Stunde am Tag, eine knappe Stunde am Tag. Genau. Gegenüber, ja, was man sonst alles hätte, ja. Mit so einem Viehbestand. Genau. Ja. Ja, gewaltig. In deiner Ration alles trocken, außer Trübli Randen. Genau. Das ist so ein bisschen wie ein Dessert, sage ich gegen die Kühe. Das gibt so ein eine andere Struktur in der Fütterung, die Kühe haben Freude an dem. Und das war auch ein Grund, warum wir den Vektor eigentlich gekauft haben. Ja. Ja, wie will man, ich sage jetzt mal, 100 Kühe die Rüebli geben, ja. Dass alle zusammen gleich viel bekommen. Ja. Hier ist sie ideal. Dann nimmt immer so viel mehr, wie ich eingestellt habe, pro Kuh irgendwo zwischen 15 und 22 Kilo. Ja. Und verteilt ihn gleichmäßig auf der Futterachse. Mhm. Und jede Kuh kommt zu ihrer Portion Rüebli. Und ja, da ist jede glücklich und zufrieden. Ja.
Wie gesagt, das Dessert. Dessert, genau. Und wenn du morgen eine andere Komponente hast, kannst du die auch wieder drin tun in deine Küche. Genau, das ist natürlich ideal mit diesen Feldern, das sehen wir. Eben, Rüebli, Luzernenballen, die wir jetzt haben, oder wenn man noch mehr Komponenten drin tun möchte. Ja. Es ist wirklich das ist ein gutes System, muss ich sagen. Sehr flexibel. Ja. Okay. Wenn wir es jetzt anschauen, dein System, würdest du wieder so machen oder ist dir etwas aufgefallen, das du nächstes Mal würdest anders machen, wenn du jetzt wieder würdest bauen würdest? Wenn ich es vielleicht nochmal würde planen, würde ich in der Futterküche noch ein bisschen mehr Volumen geben für die Zeug. Ja. Aber das ist ein Luxusproblem, muss ich sagen. Wenn man dreimal in der Woche muss eine Futterküche füllen, ist nichts. Ja. Dass man noch mehr Heu kriegt, aber ist überhaupt nicht das Problem. Ich würde es gleich machen wie jetzt. Also. Ja. Das ist tipptopp. Das ist immer frisches Futter auch nach 3 Tagen. Man geht Kontrolle. Mhm. Man putzt wieder. Das ist gleich auch nötig, dass man gewisse Hygiene hat in der Küche. Genau, genau. Die Maschine, die autonom läuft, selbstständig arbeitet, hast du bezüglich, also bezüglich Sicherheit keine Bedenken gehabt? Nein, ich muss sagen, vorher war es ja so Schnür und jetzt ist das Netz. Aha. Und das ist wirklich ein gutes System. Da kann ich noch nicht einfach rein oder fremde Leute oder Hunde. Oder das ist gleich was. Also ist nicht, die Küche ist nicht mehr zugänglich. Der Rest ist eigentlich abtrennt mit dem Holz und da sind wir sicher. Also das ist, ich sage jetzt mal 100% sicher, da muss man schon mutwillig reingehen oder öffnen. Ja. Und wenn man tauft oder drüber klettert, dann steht es ab. Tipptopp. Also, will man jetzt Kaffee oder was? Du, ich nehme gerne einen Kaffee. Gehen wir? Gehen wir. Was mich jetzt noch Wunder nimmt, ist also der wirtschaftliche Aspekt. Wenn man Investitionen tätigt, ich schätze noch ein, rechnet auch, manchmal genau oder manchmal auch über den Daumen. Was hast du für Gedanken gemacht im Vorfeld? Das sehen wir schon. Bei uns war natürlich der Ding, nicht Mischwagen, sondern ein Dosierwagen mit Traktor, mit Frontmähwerk, von dem Gras zu holen, weil wir Käsereibetrieb sind. Jawohl. Und die Rechnung ist eigentlich die gleiche, fast wie mit dem Dosierwagen von einer Mischung zu machen, von einem Vektor zu vergleichen. Ein Dosierwagen oder ein Mischwagen ist irgendwo bei 100'000 Franken, ein 100-Pferder-Traktor liegt irgendwo bei 100'000 und dann sind wir irgendwo bei denen 200'000. Und das ist ja das, was der Vektor plus minus ja kostet, sage ich jetzt einmal. Jawohl. Und der Vektor ist auch autonom, wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Er braucht irgendwo 10 Franken Strom, sage ich jetzt bei uns, pro Tag. Mhm. Und durch das ist die Rechnung eigentlich noch schnell gemacht. Da muss man nicht Professor sein an der Uni, dass man das berechnen kann. Es braucht immer noch einen Mann, wenn man mit dem Traktor unterwegs ist. Und hier, er macht das 24 Stunden, hat keine schlechte Laune. Samstag, Sonntag kennt er auch nicht und die Ferien auch nicht. Und ja, ist eigentlich schnell. Die Überlegung ist eigentlich noch schnell gemacht. Das Tierwohl oder auch die Gesundheit ist eher bei dir, Andrea. Genau. Was stellst du jetzt fest? Wie hat es sich entwickelt? Also sehr positiv. Wir haben viel weniger, wo wir den Tierarzt haben müssen. Wir können viel mit der homöopathischen Stallapotheke arbeiten, wo wir eigentlich die kleinen Leideli oder so, die es noch gibt, wo wir gut behandeln können. Und ja, die Kühe sind einfach fitter. Also man sieht es an, sie sehen einfach auch gesund aus und sie wohl. Jawohl. Ja. Ja, und gerade auch im Biodemeter sind wir auch darauf angewiesen, oder ist auch ein Grundsatz, dass man möglichst wenig Hilfsstoff einsetzt? Genau. Dass man einfach den Kreislauf schließt und dass man so arbeitet. Wenn wir jetzt gerade schon vom Biodemeter reden und ich zum Beispiel als Außenstehender nicht so viel Ahnung von der Landwirtschaft sehe, so einen hohen Automatisierungsgrad in eurem Betrieb, in einer Technik, die verbaut ist, Software und so weiter, sind Laser im Spiel. Könnt ihr mir jetzt überlegen, ja, passt das zu Biodemeter? Die Landwirtschaft ist ja da, für die Leute zu ernähren, also wie eine klare Aufgabe. Ich sage jetzt mal, wir sind ja nicht da, um Direktzahlung zu beziehen. Also wie wir Leute ernähren, und auf unserem Betrieb kommen durch den Automatisierungsstandard, den wir jetzt hier auf unserem Betrieb haben, produzieren wir irgendwie 600'000 Liter Milch. Ja, genau. Und durch das sind wir auch, ich sage schon, die Automatisierung, man muss ja mit der Zeit gehen, die Welt entwickelt sich. Ja. Früher ist man mit der Rose unterwegs, heute sind wir mit dem Auto unterwegs und in der Landwirtschaft ist es ja ähnlich. Also wir müssen uns irgendwo auch der Zeit anpassen, auch wir als Biodemeter-Betrieb, wie mit der Zeit gehen und wie der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ja. Ja, unser Betrieb ist ja so ausgelegt, man kann hier auch, ich sage, auf etwas anderes umstellen. Wenn man nicht mehr Milch haben will, kann man Mutterkühe haben. Das ist alles so ausgelegt, dass man die Liegeboxen kauft, hat die Fortnummerplatz. Also es ist alles möglich für die Zukunft, für unsere Kinder. Oder, wissen wir ja noch nicht, wie es weitergeht. So wie es im Moment aussieht, schon. Ja, aber der Hof ist ja so aufgestellt jetzt für die Zukunft. Sehr spannender Einblick, Andrea, Adrian. Hat mich sehr gefreut, hier bei euch zu sein. Die ganzen Erfahrungen hier machen mit euch, wie ich das umsetze, die Automatisation. Herzlichen Dank für den Einblick.
Merci dir. Und, für euch Besuch. Ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Mal. Ja. Hey, merci mal, Adrian. Hans-Peter, merci vielmals. Andrea, danke schön.